Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht um die Weibull-Verteilung, die nach dem schwedischen Ingenieur Weibull benannt ist. Die Weibull-Verteilung ist eine absolut stetige Verteilung auf den positiven reellen Zahlen und sie hat diverse Anwendungen, so etwa bei der Beschreibung von Niederschlagsmengen, Windgeschwindigkeiten und zufälligen Lebensdauern. Weibull selbst hatte diese Verteilung im Jahr 1951 zur Modellierung der Bruchfestigkeit von Werkzeugen vorgeschlagen. Eine wichtige Botschaft, um mit der Verteilung sicher umgehen zu können, ist, sie entsteht durch eine Potenztransformation aus der Exponentialverteilung. Zur Erinnerung, eine Zufallsvariable x0 hat eine Exponentialverteilung mit Parameter lambda, wenn ihre mit groß F0 bezeichnete Verteilungsfunktion diese Gestalt besitzt. Und zwar gilt diese Gleichung für jedes positive t. Andernfalls ist F0 von t gleich 0 gesetzt. Damit können wir auch schon die Weibull-Verteilung definieren. Ich mache das auf eine unübliche Weise. Die hat aber den Vorteil, dass man sich so gut wie keine Formel merken muss. Außerdem sieht man, wie die Verteilung entsteht. Besitzt x0 eine Exponentialverteilung mit Parameter lambda und ist Alpha eine beliebige positive Zahl, so heißt die Verteilung der Zufallsvariablen x, die als x0 hoch 1 durch Alpha definiert ist, Weibull-Verteilung mit Parametern Alpha und Lambda. Und wir schreiben kurz x tilde y Alpha Lambda, wenn x diese Verteilung besitzt. Das Einzige, was man sich merken muss, ist die Verteilungsfunktion der Exponentialverteilung sowie die Transformation x gleich x0 hoch 1 durch Alpha und das nehme ich als Memo auf die nächste Folie. Wir können nämlich jetzt direkt folgern, wie die Verteilungsfunktion und die Dichte der Weibull-Verteilung aussehen. Für jedes positive t ist die mit groß f bezeichnete Verteilungsfunktion von x an der Stelle t nach Definition die Wahrscheinlichkeit, dass x einen Wert kleiner oder gleich t annimmt. Nach Definition von x ist das diese Wahrscheinlichkeit und wenn wir beide Seiten dieser Ungleichung hoch Alpha nehmen, ergibt sich dieses Gleichheitszeichen. Jetzt schauen wir ins Memo und setzen für das dortige t nur t hoch Alpha ein. Damit erhalten wir dieses Gleichheitszeichen, und zwar gilt die ganze Gleichungskette für jedes positive t. Für t kleiner gleich 0 ist f von t gleich 0 gesetzt, was ich nicht extra hinschreibe. Gleiches gilt für die mit klein f bezeichnete Dichte von x an der Stelle t. Für positives t ist f von t die Ableitung von groß f an der Stelle t. Und hier liefert die Kettenregel diese Darstellung der Dichte. Dabei kommt alles, was vor dem Exponentialausdruck steht, von der inneren Ableitung. Sehen wir uns mal die Gestalt der Dichten für verschiedene Werte des Parameters Alpha an. Wir werden gleich sehen, dass nur dieser Parameter für die Gestalt oder Form der Dichte verantwortlich ist und deshalb wird er auch Gestalt- oder Formparameter genannt. Für die folgenden Plots wurde Lambda gleich 1 gesetzt. Im Fall Alpha gleich 1 liegt eine Exponentialverteilung mit dieser vertrauten Dichte vor und für Alpha gleich 1/2 entsteht eine Dichte, die für t gegen 0 über alle Grenzen wächst. Dass zumindest eine sehr große Wahrscheinlichkeitsmasse in der Nähe von 0 vorhanden ist, zeigt die Erzeugungsweise im Memo. Denn für Alpha gleich 1/2 steht hier oben im Exponenten der Wert 2 und die Realisierungen von x0, die kleiner als 1 sind, werden durch das Quadrieren kleiner. Wenn etwa x0 kleiner als 1/10 ist, so wird x0 Quadrat kleiner als 1/100. Für Alpha gleich 2 sieht die Dichte so aus und für Alpha gleich 3 besitzt sie diese Gestalt. Zwei Plots zeige ich noch und das sind die Fälle Alpha gleich 4 und Alpha gleich 5. Was wird passieren, wenn wir Alpha immer größer werden lassen? Es wird ein Stabilisierungseffekt um den Wert 1 auftreten, und zwar unabhängig vom konkreten Wert von Lambda. Warum? Ist etwa Alpha gleich einer natürlichen Zahl n, so ziehen wir, wieder Blick oben links ins Memo,
die Ente Wurzel aus den Realisierungen von x0. Die Ente Wurzel einer beliebigen positiven Zahl konvergiert aber für n gegen unendlich gegen 1. Wir können diesen Effekt aber noch genauer beschreiben. Setzt man für das t hier oben im Exponenten einmal den Wert 1 plus epsilon und einmal 1 minus epsilon ein, wobei epsilon eine beliebig kleine positive Zahl kleiner als 1 ist, so konvergiert im ersten Fall für Alpha gegen unendlich der Exponentialterm gegen 0 und damit die Verteilungsfunktion gegen 1 und im zweiten Fall konvergiert der Exponentialterm gegen 1 und damit die Verteilungsfunktion gegen 0. Das heißt, dass bei diesem Grenzübergang im Limes eine Einpunktverteilung an der Stelle 1 vorliegt, was stochastische Konvergenz gegen 1 bedeutet. Wir sehen uns jetzt weitere Eigenschaften der Weibull-Verteilung an und dazu nehme ich die Erzeugungsweise und die Darstellungen für Verteilungsfunktion und Dichte auf die nächste Folie. Das nächste Resultat besagt unter anderem, dass die Klasse aller Weibull-Verteilungen unter Multiplikationen mit positiven Konstanten abgeschlossen ist. Genauer besitzt x eine Weibull-Verteilung und ist Gamma eine beliebige positive Zahl, so hat auch die Zufallsvariable Gamma mal x eine Weibull-Verteilung und zwar mit Parameter Alpha. Das heißt, der Parameter Alpha bleibt unverändert, er steht also wirklich für die Form der Verteilungsdichte und der Parameter Lambda ändert sich in dieser Weise. Der Beweis ist ganz einfach. Die Wahrscheinlichkeit, dass Gamma mal x kleiner gleich einem positiven t ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner gleich t durch Gamma ist. Und wenn man hier oben im Exponenten das t durch t dividiert durch Gamma ersetzt, folgt die Behauptung. Man kann aber auch ohne Kenntnis der Verteilungsfunktion rein strukturell aufgrund der Erzeugungsweise der Weibull-Verteilung argumentieren. Mit der Definition von x durch die exponential verteilte Zufallsvariable x0 im Memo gilt ja, dass Gamma mal x diese Gestalt besitzt und da Gamma hoch Alpha mal x0 diese Exponentialverteilung besitzt, folgt die Behauptung. Hier muss man sich nur daran erinnern, dass der Parameter der Exponentialverteilung ein inverser Skalenparameter ist. Das heißt, die Multiplikation einer exponential verteilten Zufallsvariable mit einer Konstanten bewirkt im Parameter, dass durch diese Konstante geteilt wird. Das nächste Resultat betrifft die Momente der Weibull-Verteilung. Besitzt x eine Weibull-Verteilung, so ist der Erwartungswert von x hoch k, also das k-te Moment der Weibull-Verteilung, durch diesen Quotienten gegeben. Hier tritt also die Gamma-Funktion auf, die für positives x so definiert ist. Insbesondere hat man hier für k gleich 1 den Erwartungswert von x. Hiermit ergibt sich unmittelbar die Varianz von x als Differenz zwischen dem zweiten Moment und dem Quadrat des Erwartungswertes. Zum Beweis von a muss man ein wenig rechnen. Und zwar ist der Erwartungswert von x hoch k gleich dem Integral über t hoch k mal klein f von t dt. Ziehen wir aus der Dichte die Konstanten nach vorn, so haben wir das Integral von 0 bis unendlich und den Faktor t hoch k können wir mit t hoch Alpha minus 1 in der Dichte zu diesem Term zusammenfassen. Und dann kommt noch der Exponentialausdruck. Setzt man jetzt u gleich Lambda mal t hoch Alpha, so führt diese Substitution auf diese Darstellung. Dabei habe ich den Exponenten von u so geschrieben, dass der blaue Teil dem x in der Definition der Gamma-Funktion entspricht. Damit folgt die Behauptung. Ich möchte noch auf einige weitere Eigenschaften der Weibull-Verteilung eingehen und dafür benötigen wir die Verteilungsfunktion und die Dichte. Was Quantile betrifft, so sind die schnell bestimmend, denn die Gleichung f von t gleich p lässt sich für jedes p zwischen 0 und 1 unmittelbar nach t auflösen. Hier ist f hoch minus 1 die auf dem offenen Einheitsintervall definierte Umkehrfunktion zu f. Mithilfe dieser Darstellung können wir eine Weibull-verteilte Zufallsvariable leicht, Stichwort Quantiltransformation, aus einer im Einheitsintervall gleichverteilten Zufallsvariablen erzeugen.
Ist U im Intervall 0,1 gleich verteilt, so ist die durch f hoch minus 1 von U, also diese Funktion von U, definierte Zufallsvariable x Weibull verteilt mit Parametern Alpha und Lambda. Zur Quantiltransformation habe ich übrigens ein eigenes Video gemacht. Ein weiterer Punkt ist die im Bereich von Lebensdauerverteilungen wichtige sogenannte Ausfallrate, die im Englischen Hazard Rate genannt wird. Diese mit H bezeichnete Ausfallrate ist eine Funktion von T, die als dieser Quotient von Dichte und 1 minus Verteilungsfunktion an der Stelle T definiert ist und gleich diesem Grenzwert ist. Im Zähler steht P von A unter der Bedingung B und P von B ist gerade das 1 minus F von T hier im Nenner. P von A geschnitten B ist die Wahrscheinlichkeit, dass x in das Intervall von T bis T plus Epsilon fällt und diese Wahrscheinlichkeit dividiert durch Epsilon konvergiert für Epsilon gegen 0 gegen klein f an der Stelle T, sofern die Dichte an der Stelle T stetig ist. Modelliert die Zufallsvariable x etwa die von 0 an gerechnete zufällige Zeitspanne bis zum Ausfall eines Gerätes, so steht im Zähler die Wahrscheinlichkeit, dass das Gerät bis zum Zeitpunkt T plus Epsilon ausfällt, wenn es zum Zeitpunkt T noch intakt war. Setzt man Dichte und Verteilungsfunktion aus dem Memo ein, so ergibt sich diese Ausfallrate für die Weibull-Verteilung. Für Alpha gleich 1 erkennt man die konstante Ausfallrate der Exponentialverteilung und für Alpha größer bzw. kleiner als 1 ergeben sich streng monoton wachsende bzw. streng monoton fallende Ausfallraten. Die Weibull-Verteilung, und das sollte man auch wissen, besitzt eine wichtige Rolle in der sogenannten Extremwertstochastik, weil sie unter allgemeinen Voraussetzungen als Grenzverteilung von Minima von Zufallsgrößen auftritt, wobei ich im Folgenden annehme, dass diese Zufallsgrößen stochastisch unabhängig sind und die gleiche Verteilung besitzen. Warum das so ist, kann man recht schnell einsehen. Es sei g die Verteilungsfunktion von x1 und damit von jedem xj. Ich setze g von 0 gleich 0 voraus, was bedeutet, dass mit Wahrscheinlichkeit 1 positive Werte angenommen werden. Jetzt kommt eine entscheidende Annahme, die das lokale Verhalten von g an der Stelle 0 betrifft. Wir nehmen an, dass für positive Konstanten Lambda und Alpha g von x gleich Lambda mal x hoch Alpha mal 1 plus ein klein o von 1 ist, und zwar beim Grenzübergang x gegen 0. Mit anderen Worten, der Quotient aus g von x und Lambda mal x hoch Alpha konvergiert bei diesem Grenzübergang gegen 1. Da für n gegen unendlich das mit mn bezeichnete Minimum von x1 bis xn stochastisch und sogar mit Wahrscheinlichkeit 1 gegen 0 konvergiert, müssen wir es anschaulich aufblähen, um vielleicht eine Grenzverteilung für dieses Minimum zu erhalten. Wir werden sehen, dass der Faktor n hoch 1 durch Alpha für dieses Aufblähen der richtige ist und betrachten hierzu für positives t diese Wahrscheinlichkeit. In einem ersten Schritt bringen wir n hoch 1 durch Alpha auf die andere Seite und jetzt nutzen wir aus, dass das Minimum größer als ein Wert ist, wenn jedes x1 bis xn größer als dieser Wert ist. Wegen der stochastischen Unabhängigkeit von x1 bis xn und der gleichen Verteilung erhalten wir dann nach Definition der Verteilungsfunktion g dieses Gleichheitszeichen. Jetzt kommt die eine Zeile darüber getroffene Annahme an g zum Tragen. Nach dieser Annahme ist dieser Minusterm hier hinreichend genau gleich Lambda mal t hoch Alpha dividiert durch n. Und da allgemein 1 minus y durch n in Klammern hoch n gegen e hoch minus y konvergiert, erhalten wir diesen Grenzwert für n gegen unendlich. Geht man links zum komplementären Ereignis über, indem man kleiner gleich t schreibt, so ist der betreffende Grenzwert gleich 1 minus e hoch Lambda mal t hoch Alpha, also gleich der Verteilungsfunktion der Weibull-Verteilung mit Parametern Alpha und Lambda. Diese Überlegungen deuten an, warum die Weibull-Verteilung in Anwendungen ein gutes Modell sein kann,
bei denen es auf ein Minimum von vielen kleinen, unabhängig voneinander wirkenden Einflüssen ankommt. Zu guter Letzt noch ein Hinweis. In der Literatur treten manchmal andere Parametrisierungen der Weibull-Verteilung auf. So findet man hier oben im Memo im Exponenten manchmal Lambda mal T in Klammern hoch Alpha. Das heißt, unser Lambda wird zu Lambda hoch Alpha. Dadurch sollten Sie sich jedoch nach Ansehen dieses Videos nicht verwirren lassen. Ja, das waren die wichtigsten Eigenschaften und die Erzeugungsweise der Weibull-Verteilung. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Anschauen des Videos und für Hinweise und konstruktive Kritik bin ich wie immer dankbar.